Mein Name ist Jascha Süterlin, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin in Freiburg im Breisgau geboren, habe bis zu meinem 18. Lebensjahr in Breisach gewohnt und dann bin ich wieder nach Erfurt gezogen. Dort habe ich dann meine Ausbildung zum Profiradsportler gemacht im Thüringer Energieteam und wohne jetzt wieder in Freiburg. Da habe ich meinen Manager kontaktiert. Und der hat mir dann mehrere Angebote gemacht und im Endeffekt ist dann das Team Movistar dabei rausgekommen. Ja, das ist eine ganz große Chance für mich und die werde ich bestmöglichst nutzen. Und 2010, als ich Vize-Weltmeister wurde in den Junioren und mehrfacher deutscher Meister. Ich habe das letztes Jahr sehr lange verfolgt. Seit ich wusste, dass ich ins Team Movistar gehe. Und Rui Costa war da mit ein Beispiel dafür. Und Daniel Becke war früher auch im Team und das hat mich natürlich umso mehr motiviert. Meine Ziele für 2014 sind, möglichst das Team zu unterstützen und mich selbst natürlich auch im Zeitfahren weiterzuentwickeln. Dieses Jahr bei der Tour de Bretagne, als ich Gesamtdritter wurde. Und dieses Jahr bei der Europameisterschaft, wo ich Dritter wurde, ebenfalls. Dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft, als ich meinen Defekt hatte nach 2 Kilometern und ich so natürlich mit, wo ich natürlich keine Rolle mehr gespielt habe, für die Medaille. Gehe gern skaten, ins Kino und verbringe meine Zeit sehr gerne in der Stadt mit dem Shoppen. Ich würde am liebsten die Tour de France irgendwann fahren. Paris-Roubaix mit einer der größten Ziele. Also ich schaue gern Filme, lesen tue ich nicht so gerne. Und ich höre auch sehr gerne Musik. Ich bin auf Facebook, Twitter und Instagram und versuche natürlich meine Fans dort mit Informationen zu bereichern. Und ja. Das war mit 2,5, da hat mir mein Fahrer das Dreiradfahren beigebracht. Ich bin Zeitfahrer und gehe gern shoppen. Natürlich koche ich auch gerne zu Hause. Und ja. Ich hoffe, dass es natürlich in nächster Zukunft besser wird mit dem Radsport und das ist auf dem bestmöglichsten Weg. Und natürlich werde ich dazu beitragen, dass der Radsport sauber bleibt und Radsport bedeutet für mich an die Grenzen gehen und dabei natürlich Erfolg zu erlangen und dass man halt da das Bestmögliche aus sich rausholen kann und ja, das ist es.